Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mogens Jakob von Infrakta und das ist Starbound. Und ihr habt jetzt nichts großartig verpasst. Also, ihr habt es ja gemerkt beim Ende der letzten Folge. Ich hatte es ja vorher angekündigt, dass die Platte dann voll war. Und ich habe mich dann nach oben gekämpft. Ich habe mich also nicht töten lassen, um keinen Pixel zu verlieren, also diese Währung hier oben, sondern ich habe den mühevollen und langen Weg nach oben wieder angetreten und habe mich durch die Reihen von Monstern geschlichen, habe mich dann hochgebeamt, also ja. Jetzt bin ich an Bord vom Schiff und jetzt wird geguckt, dass ich das ganze Zeug, das ich erbeutet habe, also das habe ich noch gestern gemacht. Und ich habe es weggeschmolzen alles und ich habe jetzt einige Bachen zusammen vom tollen Material. Und jetzt hoffe ich doch, dass ich alles habe, was ich brauche, um jetzt endlich die nächste Stufe bei der Hacke zu bekommen. Doch, ja genau, bei der Hacke erstmal. So, Silberaxt. Ach, Axt, Silber, doch, ja, Pickaxe heißt ja, also Axt. Wunderbar, jetzt habe ich endlich eine silberne und jetzt gucken wir mal nach ein bisschen Rüstung oder sowas oder Bewaffnung, dass ich da irgendwas Besseres hinkriege. Sechs, eins, 43 und 4. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ist nicht übermäßig, aber immerhin. Was ist mit dir? 9. Ist ja auch cool, aber im Speer, der wird, ich nehme an, dass mit Speer hier gestochen wird. Was ist mit dir? Der wird wahrscheinlich auch gesprungen. Ich nehme an, dass der es einfach schneller, Schwert schneller zugeschlagen werden kann. Gucken wir mal nach so Rüstungszeugs. Ah, da brauchen wir eh Kupfer. Okay, dann können wir jetzt mal so ein Schwert machen. Und dann gucken wir jetzt nach so Rüstungszeugs. Meine Brustplatte. Ja. Für den anderen Zeugs brauchen wir schon wieder mehr Ausrüstung. Moment, kann man das drüber? Ah, man kann es drüber legen. Okay. Cool. Und ja, das legen wir mal zur Seite. Ah, wir haben jetzt ja wahrscheinlich auch genug Dings hier zusammen um für Stoff. Das war jetzt irgendwie ehrlich? Nee. Viel von dem Zeug mitgebracht. Warum will er denn, warum stoppt er denn da sofort wieder? Was konnte ich eigentlich mit dem Stoff noch alles? Ach genau, das ist hier alles. Nein, das war Leder. Ja, aber das ist ja alles, bringt ja keinen Schutz oder sowas. Nö, da mache ich mir lieber Bandagen. Oder gibt es eigentlich verbesserte Bandagen? Wahrscheinlich. Nur habe ich noch nicht die Technologie dafür, nehme ich mal an. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, für was das hier gut ist. Kletterseil, aber hä?
Ja, was auch immer. Mal ein paar, wir machen lieber mal Bandagen. So. Und wir brauchen Fackeln. Torch. So. Fehlt wahrscheinlich an Holzplanken, oder? Genau. Ich habe kein Holz. Oh, wir gehen Holz machen. Kein Ding, kein Problem. Ja. Dann mal runter. Mal gucken, wie die Pflanzen gewachsen sind. Wunderbar. Aber guck mal nach dem Schwert. Ah, okay. So, dann ernten wir mal. Und immer noch gleich Holzhacker. Die Pflanzung werden wir auf jeden Fall noch ausdehnen. So. Ja. Da brauchen wir ja gar nicht. Das finde ich jetzt gerade unpraktisch, okay. Nehmen wir so. Also darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut, jetzt wieder Starbound spielen zu können. Ich habe noch ein bisschen was anderes vorher machen müssen, aber endlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Ja, ich habe vorher Crusader Kings noch eine Runde gespielt, weil ich wollte ja auch da mal weitermachen. Das macht ja auch richtig Spaß. Nur, das bisschen Crusader Kings spielt, das hat die Platte richtig volllaufen lassen. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Also, da war ich locker auf 100 GB gegangen mit der Aufnahme. Das hat mich echt überrascht. So. Ja, ich habe mehr Land nutzbar gemacht. Das komische Ding muss ich unbedingt abreißen. Ich brauche es ja für nichts, aber ich kann es
Aber ich kann sie einfach überbauen. So. Erstmal setzen wir wieder Mais. Dann wieder Weiden, wenn wir wieder Trauben haben. Ah ja, genau, ah, die haben wir ja gefunden. Wow, mittlerweile haben wir richtig viel Getreidesamen. Ja, hier müsste man die Anbaufläche auch ein bisschen noch ausdehnen. Können wir eigentlich mal machen. Wenn ich schon da bin. Dumm, diddle, dumm, diddle, dumm, die, dumm. Ach so. Oh. Wenn er das Zeug dranhängt, dann kann ja das oben nicht weggehackt werden. Habe ich jetzt ja schon mehrmals gemerkt. Ja, Schnuffis. Da guckt ihr was. So, da kann ich mich nicht alle mal gern haben dahin. Da. Dass in ewiger Dunkelheit leben müsste. So, wunderbar. Ich bin der Bauer Monty und ich pflanze mir jetzt Getreide. Das ist mir jetzt reicht, dann gehe ich gerade noch weiter. Dann gewinne ich noch mehr Land. Ich muss ja noch Bäume pflanzen. Aber das wollte ich erstmal am besten. Ja, diesen Hang, den ich da angelegt habe, den wollte ich jetzt bepflanzen mit Bäumen. Das nenne ich mal Feldwirtschaft, ja. So. Ah, einfach gedrückt halten, also ist natürlich einfacher. So. Ach, da oben waren die anderen Samen hingekommen. Ja, irgendwie, das gibt auch immer nur einen Samen. Ah, Saufi. Das kenne ich schon. Ja, ja. Dein Kackdampf. Weg mit dir. Ha!
Neues Schwert hat sich direkt bewährt. Weißt du was, ist mir jetzt gerade egal mit euch da unten. Dudeldudeldei, dudeldei, dudeldei, dudeldei. Der Baum steht im Weg. Naja, egal. Wissen, was geht noch dahin. Ich muss daran denken, dass ich halt nach rechts fälle. Schön, schön. Ah, gerade eben hat es ein bisschen gehangen. Ha! Das nenne ich mal Pflanze. Abgefahren. So, und hier setze ich noch ein paar von dir. Oh, können wir was essen. Habe jetzt einiges an Früchten. Jetzt, wo es Nacht wird. Ah, komm, gib mir die Tiefen wieder. Ich mache mal hier gerade den ein. Wow. Sag mal, was sind das für Pflanzen? Na gut, ich beschwere mich ja nicht. Ich brauche ja eh Holz, aber... mich am Arsch. Das nenne ich schnelles Wachstum. Da läuft man einmal von links nach rechts. Äußerst fruchtbar, der Planet. Äußerst fruchtbar. Oh! Ein fieser Vogel der Nacht. Ein blasenspuckendes irgendwas. Naja. Oh! Boah! War da eine Tür? Ach, die hatte ich abgebaut. Jetzt habe ich das arme Vieh gehauen. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das überhaupt was Böses wollt. Naja. Ich glaube, das Thema, ob ihr was Böses wollt oder nicht, ist jetzt eh durch. Au, au, das hat wehgetan. Sehen wir ein bisschen hier. Jetzt habe ich mit dem nächsten gleich auch noch Stress. Ach Mann. Au, 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 au! Hui, schnell weg. Ah, da muss ich mich erstmal hinlegen. So. Und, jetzt machen wir Holzbretter. Ah, wir können... Dings machen. Ach Quatsch, Holzbretter, ich brauche Fackeln. Wenn ich wieder in die Tiefen des Planeten, meines Planeten vordringen will, dann brauche ich viele Fackeln. So. Kohle hat ich ja ganz gut gemacht. So. Ja, das ist jetzt aber nicht gut. Ihr hättet mal ein bisschen weiter smelten sollen. Ja, Berge weiß. Ach genau, ja, ich hatte ganz. Stimmt, in der letzten Folge hatte ich so ein großes Höhlending voller Glas. Ach Quatsch, Glas voller Sand gefunden. Und ich hatte angefangen, das wegzuschmelzen. Also das Sand habe ich natürlich mir eingesackt und habe angefangen, das dann wegzuschmelzen.
ich jetzt sogar halt genau weiß, für was ich das Glas jetzt groß brauchen kann. Dieser Basis-Dings, das gibt jetzt nicht so viel her. Aber wahrscheinlich irgendwas mit Hausbau oder sowas, aber das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Das könnte noch interessant sein. Was brauche ich denn da dafür? Kupfer. Achso, ich habe im Moment kein Kupfer. Was ist denn der Vorteil von einem eisernen Bett? Also, ich hatte mal ein Bett mit Metall, da habe ich mich immer ganz furchtbar mich dran gestoßen, am Zehen und sowas, fand ich jetzt gar nicht toll. Das können wir noch bauen, aber ich habe immer nicht ganz rausgefunden, was ein Molkenkohr ist. Wahrscheinlich auch irgendein Schmelzdings oder so, keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich irgendwas finden oder so, oder keine Ahnung. Ja, da kann man Glas für nehmen, für Fenster und sowas. Nö, da ist jetzt nichts so dabei. Ist hier irgendwas noch? Nö. Ja, na gut dann. Ah, fertig. Gut. Kann das auch noch rein. Und er ist auch fertig. Schön, schön. Jetzt habe ich hunderte, so viel, 9 Glas. Keine Ahnung. Machen wir mal hier oben. Nee, hier, so. Da kann sagt, die alte Knibbelwaffe kann auch noch da rein. Ich weiß, es gab irgendwas später mal, mit dem ich Gegenstände auch kaputt machen kann, auflösen kann oder sowas. Mal gucken. So, das kann eigentlich auch hier oben bleiben. Das brauche ich auch nicht unbedingt unten. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt hier. Eigentlich alles hier oben bleiben. So, dann mal wieder runter. In der Hoffnung, dass das Frieden. Wow, das ist ja echt schon wieder das ist schon wieder gewachsen. Krass. Ist da irgendwas schon reif? Sieht ja auch so reif aus, oder? Gut, dann direkt wieder pflanzen. Ja, eigentlich müsste ich mal irgendwie in die Tiefen der Erde vordringen und mal Dings. Wieder Erze und so. Okay, dann erstmal meine Farm weiter bewirtschaften. Ich finde das ist aber eigentlich das, was ich so unter anderem mal so geil finde an dem Spiel. Es liegt einen nicht so fest. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich kann hier lustig tun, machen, wie ich mag. Ich brauche eh eine Menge Holz, weil ich ja daraus Holzkohlen herstelle. Und Kohle, also Holzkohle, das ist ja im Prinzip ein und das gleiche hier, brauche ich auch für den Antrieb von meinem Schiff. Finde ich total geil, dass ich ein dampfgetriebenes Schiff habe.
russischen Kohlenkesseln. Naja gut, wenn man es mal genau betrachtet, klar, wir haben mittlerweile Fusionsenergie, die ist noch nicht wirtschaftlich nutzbar, aber wie man Fusion, Kernfusion nutzt, das haben wir ja verschiedene Reaktoren. Nur, hey, warum fällt es nicht? Aha. Naja, wie auch immer. Dann fällen wir dich eben von der Seite. Wie bist du denn drauf? Ah, so ein Mistvieh! Ah, der Himmel ist ja voller Mistviecher. So. Doofes Vieh. Ne, der lässt sich nicht fällen. Da kommt ja schon das nächste von dem. Spinn ich oder was? Weg von meiner Farm. Au, 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 au. Weg von meiner Farm. Oh. Blödes Viehzeug. Fliegt. Ja, jetzt fängt er an zu wackeln. Hui! Das nenne ich mal Ernte. Ah, das macht einfach Spaß. So, dann... pflanzen wir hier den... lustigen Hang. Gut. Dann gucken wir mal, wie sich das im rechts weiterentwickelt hat. Ach, das glaube ich, ist auch fertig, oder? Nee. Komisch. Nö, ist alles gut. Ah, noch nichts fertig. Ah ja. Egal. Na, da guckt ihr da unten, ha? Huh? Da guckt ihr. Ich kann nur weiter gucken, solange nicht hochkommt. So, jetzt aber. Ich brauche Erze, Dingens, Rohstoffe. Schon allein, um das ganze Getreide auch zu verarbeiten. So, wo hatte ich denn jetzt eigentlich den Einstieg nochmal bauen wollen? Oh! Ach ja, das war ja der Hauptgrund, warum ich nicht nach links wollte. Dieses Riesenvieh. Naja, ja, bleib du mal da hinten. Da ist auch gut gestellt. Da kann ich eh nichts pflanzen. Scheinbar. So, erstmal machen wir das hier drin aber wieder zu. So, bleibt ja schön weg. So, haben wir einen schönen Ausgang. So, von hier aus treten wir dann die Reise in die Tiefe an. Ja, machen wir hier. Hui. Hüpft irgendein Flattervieh-Zeug in meiner Mine herum. Hm. Naja. Ich wollte sowieso mal gucken, dass wir jetzt. Wohl, wir könnten eigentlich tiefer runtergehen. Moment. Dann mache ich hier den Cut. Erst bevor es wieder so ewig lange Folgen gibt. Bis gleich dann.